Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder, die jetzt im März Geburtstag haben. Das wird ein prickelnder Monat für euch. Da denkt bitte dran, dass es am Schluss des Videos noch die Verlosung gibt, also bleibt dran. Von vielen Fischen geht im März eine große romantische Verführungskraft aus. Singles können sich in den Seelenpartner verlieben. Fest Liierte müssen aufpassen, dass sie sich mit ihrem Schatz nicht ums Geld streiten. Für alle Fische gilt, besonders in den ersten beiden Wochen findet ihr stets die richtigen romantischen Worte, um euer Gegenüber um den Finger zu wickeln. Schauen wir erst in den Erlebnishintergrund, in eure langfristigen Transite. Für die erste Dekade der Fische ist interessant, dass der Mondknoten weiterhin hier im Partnerhaus ist, genau gegenüber eurer Sonne, ist eine starke Auslösung, um sich zu verlieben, vielleicht sogar den Seelenpartner zu treffen. Und gleichzeitig wirkt aber ein Quadrat von Lilith auf euch ein. Lilith-Quadrat kann bedeuten, dass in der Liebe und in der Auseinandersetzung mit einem Gegenüber vielleicht alte Verletzungen hochkommen können, die da angesprochen werden, die jetzt bei den Frauen die Weiblichkeit betreffen und bei den Männern vielleicht Erfahrungen, die sie mit Frauen gemacht haben. Also geht da bitte behutsam mit um, wenn jemand vielleicht sehr kratzbürstig reagiert und sehr unberechenbar wirkt, dann kann das damit zu tun haben. Und dann lohnt es sich manchmal, wirklich mal den Gegenüber behutsam zu fragen, was denn eigentlich los ist oder ob man vielleicht was gesagt hat, was bei demjenigen was ausgelöst hat. Das sind so Themen, die werden euch beschäftigen. Und zwar noch bis November, weil ja die Lilith bis November da im Schützen im Quadrat steht. Ganz abgesehen davon kann Lilith hier oben im 10. Sonnenhaus auch bedeuten, dass man Probleme mit einer weiblichen Vorgesetzten hat oder dass man auf seinem Karriereweg Probleme hat, die durch eine Frau verursacht werden. Und das muss noch nicht mal was sein, wo die Frau was für kann. Also ich habe jetzt eine Klientin gehabt, bei der war die Konstellation genau gegeben und da war es so, dass es Schwierigkeiten gab, weil die Vorgesetzte schwanger geworden war und eine Unklarheit herrschte, wie das da jetzt weitergehen sollte. Also auch das kann dann eben passieren und da können ja dann die Frauen nichts für, aber das sind oft Sachen, die eben mit Lilith einhergehen. Könnt ihr ja mal schauen in eurem Leben, wie sich das auswirkt. Und in diesem Monat spüren das besonders die Geburtstagskinder vom 20. bis 26. Februar. Genau, dann habt ihr ja weiterhin auf lange, lange, lange Sicht Romantikplanet Neptun in eurem Zeichen stehen, ist super für viele Fische. Für viele bringt es allerdings auch eine verstärkte Verpeiltheit mit sich. Muss man leider auch sagen, Neptun ist auch der Planet der Verpeiltheit. Wenn er auf der Sonne steht, kann es echt sein, dass man so vor sich hin träumt, dass man manche Dinge gar nicht mitkriegt. Und bei den Fischen ist es typischerweise auch das, dass sie vor sich hin träumen und gar nicht mitkriegen, wie ihnen gegenüber jemand steht, der sie vielleicht begehrt und sie sind vielleicht gerade in einer anderen Welt. Also schön die Augen trotzdem auch offen halten und schön trotzdem auf dem Teppich bleiben und natürlich die Inspiration aber genießen, weil es eine ganz, ganz tolle Liebesinspiration, auch eine künstlerische Inspiration. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 28. Februar und dem 5. März Geburtstag haben. Und da fand ja auch der Neumond statt, aber da reden wir gleich noch drüber. Dann wichtig für euch ist der günstige Aspekt hier zu Pluto, der für euch im Sextil steht, im Steinbock und für die Fische eine gewisse Stärkung bringt oder auch gute Leute bringt, die ihnen helfen, eben ein bisschen mehr ihre Ecken und Kanten zu entwickeln. Und auch interessante Freundschaften mit einflussreichen Leuten bringt. Darüber habe ich aber auch ausführlich im Jahreshoroskop gesprochen, weil das ja ein Aspekt ist, der jetzt über dieses Jahr und auch noch die nächsten Jahre für euch aktuell ist. Und diesen Monat spüren das besonders die Geburtstagskinder vom 7. bis 12. März. Und dann haben wir noch Saturn, der in Spannung zu einigen Fische-Sonnen steht, hier aus dem Schützen heraus jetzt auf die letzte Dekade wirkt. Und haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Das kann sowohl, weil er im 10. Haus steht, berufliche Belastungen mit sich bringen oder auch Anforderungen durch den Chef, der dauernd Überstunden fordert, aber auch die Möglichkeit, in der Karriere voranzukommen, aber eben mit vielen Anstrengungen verbunden. Das ist eben dieses Quadrat, ne? Immer wenn es eine Quadratspannung ist, hier in die Fische rein. In dem Fall, dann bedeutet das, dass es eben nicht so harmonisch kommt, sondern dass man dran ackern muss und dass es auch wieder Verzögerungen gibt und dass man sich vielleicht dadurch behindert fühlt. Und es ist jetzt im Moment besonders brisant, weil Saturn eben auch hier in Spannung zu Chiron steht. Das heißt,
Probleme, die sich da vielleicht ergeben in eurer Karriere oder bei eurem Fortkommen, können euch auch verletzlich machen oder vielleicht sogar dazu führen, dass ihr erkrankt, einfach weil der Körper euch sagen will, dass es so nicht weitergeht. Ja, wenn ihr also was, ein stressbedingtes Problem habt, dann schaut mal, ob ihr da vielleicht in der Situation was ändern könnt. Ist zwar jetzt nicht direkt Liebeshoroskop, aber ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich nicht auch mal was zum Beruf sagen kann. Das tue ich ja auch gerne, wenn es eben wirklich auch so deutlich drinsteht im Horoskop. Dann merke ich das ja auch an. Ja, und dieses Saturn-Quadrat merken diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 15. bis 20. März. Gut, dann fange ich ja immer mit dem Neumond an und der ist jetzt für euch besonders wichtig und ausschlaggebend, da der sich ja eben in den Fischen abspielt oder dann am 26. Februar. Und das ist eben eine Sonnenfinsternis. Und deswegen gehört das mit zum Erlebnishintergrund, weil das ganz langfristig wirkt. Eine Sonnenfinsternis wirkt bis zu 3 Monate vorher und noch bis zu 1 Jahr nachher. Und betroffen sind in diesem Fall diejenigen, die zwischen dem 26. Februar und dem 1. März Geburtstag haben, also so um die 8 Grad Fische rum. Was bedeutet das jetzt für euch? Hier sind die ganzen Planeten bei euch in den Fischen, also Sonne, Mond, Romantik, Planet, Neptun dabei, Merkur auch dabei. Deswegen habe ich ja gesagt, ihr seid auch Meister des Liebesgeflüsters in diesem Monat. Aber der Mondknoten steht hier im Partnerhaus. Das heißt, es wird darum gehen, dass ihr eventuell Kompromisse eingehen müsst, vielleicht auf was verzichten müsst. Also ihr müsst euch zum Partner hin entwickeln, Richtung der Partnerschaft, was da auf euch zukommt. Es kann für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht gebunden sind, sich auch dahingehend äußern, dass sie durch eine Freundschaft oder eine Geschäftspartnerschaft herausgefordert werden. Auf jeden Fall wird es wohl nötig werden in eurem Leben, dass ihr vielleicht Kompromisse schließt oder was im Leben ändert, um euch dahingehend weiterzuentwickeln in Richtung einer Beziehung, die in eurem Leben halt sehr wichtig ist. Und das ist ein längerfristiger Prozess, deswegen wäre es gut, ihr würdet darüber nachdenken, jetzt auch zu dem Neumond oder auch diesem Monat, nämlich, dass ihr erstmal euch selbst reflektiert, ne, wer ihr seid und auch was eure Rolle ist in der Partnerschaft oder was sie sein soll, wenn ihr Single seid, was ihr wollt, wie ihr euch da definieren würdet. Ist auch eine gute Zeit, um Wünsche ans Universum abzusenden, was Partnerschaft anbetrifft. Und eben, was ihr da für eine Rolle spielt und spielen wollt, weil das wird wichtig werden in den nächsten Monaten. Genau, ja. Und damit kommen wir dann jetzt zu den aktuellen Konstellationen des Monats. Der Monat startet ja mit den ganzen Planeten in den Fischen. Sonne ist für euch im ersten Haus, der Neptun, der Merkur und eben auch Chiron. Es ist eine starke Energie, wodurch ihr durchaus auch im Mittelpunkt steht, gerade wenn es auch um so Fragen geht, wo jemand gefordert ist, zu helfen oder vielleicht mit diesem Gespür mal einzugreifen. Hier Merkur in den Fischen heißt auch, dass man sich auf eine gefühlvolle und empathische Weise austauscht. Und das kann sehr hilfreich sein, weil wir ja hier diese relativ aggressive Spannung im Widder haben. Vielleicht erlebt ihr eben, dass der ein oder andere bei euch kommt und sagt, hilf mir mal. Und ihr könnt dann mit eurem guten Instinkt und Mitgefühl da wirklich viel ausrichten. Genau. Und natürlich habt ihr auch eine tolle Ausstrahlung und könnt andere damit auch inspirieren. Wichtig in diesem Monat sind auch für euch Geldthemen, die rund ums Geld und den Selbstwert gehen. Und durch die Spannung hier, die hier drin ist zu dem Pluto, ist deswegen habe ich gesagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht ums Geld streitet. Das könnte für euch wirklich ein Thema werden diesen Monat. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass ihr mal guckt, wo habt ihr euch vielleicht abhängig gemacht und wo seid ihr unabhängig. Also es wäre wichtig, dass ihr euch Gedanken macht über eure finanzielle Unabhängigkeit. Und das hat eben auch viel mit Beziehungen zu tun, wie man darin steht. Und wenn man unabhängig ist, dann braucht man sich eben nicht ums Geld zu streiten. Ne? Oder auch wichtig für diejenigen Fischer, die in der Partnerschaft sind und vielleicht gemeinsam ein Projekt stemmen wollen, wo man viel Geld für braucht. Da müsst ihr halt gucken, dass ihr da euch sehr gut absprecht mit eurem Schatz, dass da keine Unstimmigkeiten offen bleiben. Genau, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Am 3.3. ist für euch ein Top-Tag. Und zwar steht ja da der Mond im Stier, macht einen schönen Aspekt zur Fischesonne und gleicht diese Spannung, über die ich eben gesprochen habe, auch aus. Also wäre der 3., das ist ein Freitag, vielleicht auch mal ein guter Tag, um sich mit dem Schatz über so Geldthemen vernünftig zu unterhalten.
Und natürlich für die Liebe ist es auch ein guter Tag, klar. Dann wird ja am 4. die Venus rückläufig. Das ist für euch eben auch im zweiten Sonnenhaus. Also Geldthemen und Beziehungsthemen könnten sich da für euch vermischen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass ihr da klar definiert, wo ihr steht, was ihr habt, was ihr euch selbst wert seid und auch natürlich, was ihr geldmäßig in die Beziehung einbringt. Genau. Dann gibt es wieder einen Top-Tag für euch am 7. Da seht ihr das schon hier, der Mond steht da im Krebs und wirft schöne Aspekte auf euer Fischezeichen. Und das ist auch wahrscheinlich wieder ein guter Moment, um anderen zu helfen, die sich vielleicht gerade gestritten haben und dann eure Meinung suchen, um das auszugleichen. Außerdem aktiviert der Mond auch da das Haus der Lebensfreude für euch. Also insofern ist das ein schöner Aspekt. Genau. So, dann geht es weiter mit dem 10.3. Da geht ja der Mars in den Stier und dann damit in einen guten Aspekt zur Fischesonne. Das ist sehr angenehm für euch. Erstens mal ist es, kommt dann eure Sinnlichkeit zum Tragen und auch der Austausch, sprich also Liebesgeflüster oder wenn man sich eben in Liebessachen unterhält oder sich Nachrichten schreibt oder so, kommt dann eben so eine Sinnlichkeit mit rein. Und ja, und das gilt dann für den Rest des Monats. Also das dürfte euch auch gefallen, ist ein positiver, schöner Aspekt für euch. Genau. So, und dann, ach so, und dieser Aspekt ist bis zum 24. in der, vor allen Dingen in der ersten Dekade Fische wirksam und bis zum 31. geht der Mars dann bis zur Mitte der zweiten Dekade. Dann habe ich zwei Top-Tage für euch am Wochenende vom 11. und 12. Da ist der Mond bei euch im Partnerhaus, aktiviert das Partnerschaftsthema, aktiviert den Mondknoten, ist also vielleicht auch eine gute Zeit, um jemanden kennenzulernen. Ne? Merkt euch das mal, 11. und 12. März für euch. Ja, dann eben der Vollmond mit diesen ganzen Hammer-Konstellationen, die wir da haben und eben diesen ambivalenten Gefühlen zwischen hier einerseits dieser super romantischen Liebe und andererseits hier dieser relativ aggressiven, die dann aber zum Glück schon nachgelassen hat, Spannung. Insofern auch da wieder seid ihr gefordert, mit eurer Empathie und eurem guten Instinkt vielleicht einzugreifen, wenn Freunde zum Beispiel Hilfe brauchen. Das könnte sehr gut sein eben in diesem Monat. Ne? Und ihr könntet euch da mal Gedanken machen oder es könnte sich zu diesem Vollmond zeigen, wo es denn in der Partnerschaft für euch hingehen soll. Dafür ist der Vollmond immer ganz gut, weil der ist wie so ein Scheinwerfer, der dann das Problem oder das Thema, was vom Neumond vorgegeben wurde, dann beleuchtet. Ja, dann gesellt sich am 13. der Merkur auch noch hier zu den ganzen Planeten, die für euch im zweiten Haus stehen, im Geldhaus stehen. Merkur im Geldhaus, gute Konstellation für Finanzielles, für Verhandlungen, für auch so, um auf den Flohmarkt zu gehen und Schnäppchen zu finden, weil ihr an sowas Spaß habt. Dann ist ein Top-Tag für euch am 16.3. Was habe ich mir da? Ah ja, Mond im Skorpion steht natürlich auch wieder super zur Fischesonne. Und macht einen guten Aspekt da und ist vielleicht auch gut, um Pläne zu machen. Also aktiviert eben auch die Lust am Pläne schmieden für euch, für eure Beziehung. Ja, dann haben wir den 18. Ah genau, da haben wir hier diese schöne Konstellation mit Merkur und Venus für euch im Geldhaus. Also auch nochmal ein guter Moment, entweder um euch was Schönes zu kaufen oder um über euren Selbstwert nachzudenken, was ihr tun könnt, damit ihr euch schön und wertvoll fühlt. Dann am 20. geht dann die Sonne auch noch ins zweite Haus für euch. Nochmal eine Betonung eures Selbstwerts ist auch gut. Sonne in 1 ist gut, Sonne in 2 ist auch immer noch gut. Hat da immer noch eine gute Energie für euch. Und dann diese kritische Phase, die am 24. dann anfängt und bis zum Rest des Monats dann so ein bisschen die Liebesenergie überschattet. Die ist eben betont an auch nochmal für euch das Geldthema. Und da ist es besonders wichtig, auch Vereinbarungen einzuhalten, denn wenn man da Vereinbarungen nicht einhält, Venus steht auch für Vereinbarungen, dann kann es eben wirklich zu Ärger und Problemen kommen und das in dieser Phase kann es vielleicht auch zu Situationen kommen, wo eure finanzielle Unabhängigkeit gefragt ist und wo ihr euch dann eben auch behaupten müsst, wenn ihr Frauen seid, auch so Sachen wie wenn ihr von jemandem Netten zum Essen eingeladen werdet und der geht dann aufs Klo, wenn es ans Bezahlen geht. Solche Situationen sind auch denkbar und das, da würde ich mich dann aber an eurer Stelle auch gar nicht drauf einlassen. Oder ihr klärt das vorher. Ne? Solche Sachen, wo man immer so ein bisschen denkt, wer bezahlt jetzt, am besten gleich vorher klären, wie man das machen und handhaben will und dann gibt es da auch kein Problem deswegen.
Genau. Und dann betont dann der Neumond am 28. dieses Thema eben auch nochmal ganz stark bei euch, weil der dann eben auch hier im zweiten Haus stattfindet. Und dann könnt ihr in den nächsten 4 Wochen da weiter drüber nachdenken, gucken, was hat es für Situationen gegeben, was wollt ihr vielleicht ändern, was wünscht ihr euch vom Universum. Und vielleicht ist es aber auch wirklich eine gute Konstellation für euch, weil ihr vielleicht was bekommt. Denn dadurch, da sind jetzt alle, also nicht alle, aber doch 5 Planeten für euch im Geldhaus. Das könnte auch einfach bedeuten, dass da mal ein bisschen was reinkommt, dass ihr was geschenkt bekommt oder dass ihr auf anderen Wegen zu einem hübschen Sümmchen kommt und Grund zur Freude habt. Weil da auch gerade diese Spannung nicht so hart ist. Und hier ist ja die Spannung zu Jupiter, die ist natürlich gegeben. Da ist auch immer wieder die Gefahr, man bekommt was versprochen, was man dann vielleicht nicht einhält, was dann nicht eingehalten wird. Aber hier Jupiter im Ehehaus ist natürlich auch der großzügige Partner. Also fest Liierte, denke ich, haben da schon die Chance, dass sie vielleicht auch ein Geschenk bekommen. Genau, am 31. geht dann der Merkur auch noch für euch ins dritte Haus. Das ist auch sehr positiv, steht dann im Stier, günstig zur Stiersonne für die nächsten Wochen. Genau. Ja, meine Lieben, soweit also die Märzkonstellationen für euch. Jetzt nochmal zur Verlosung. Ich verlose auch diesen Monat wieder unter allen denjenigen, die meinen Kanal abonniert haben und mir einen netten Kommentar dalassen. Eine 15-minütige Kurzberatung, gerne mit einem zweiten Horoskop für eine Partnerschaft. Wenn ihr also Lust habt, einfach abonnieren. Ich werde das hier auch nochmal posten, also in diesen Kästchen, dass ihr da einfach nur draufklicken müsst und mir was Nettes reinschreiben. Dann freue ich mich und vielleicht gewinnt ihr dann auch eine Beratung. Ja, Workshops gibt es natürlich auch. Vielleicht ist für euch von Interesse, dass es im März am 11. und 12. weitergeht mit meinem Liebesworkshop. Da geht es um die Deutung von Komposit und Kombin- und Synastrie-Horoskop. Ist was für Fortgeschrittene, aber falls von euch jemand sich dafür interessiert, dann könnt ihr euch da informieren über meine Webseite. Dann gibt es ja noch meine Hotline. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr ganz kurzfristig eine Beratung braucht. Da gebe ich euch, also auf meinem Kundentelefon, das kostet erstmal nichts. Und dann können wir uns verabreden. Ich gebe euch die Hotline-Nummer durch. Ansonsten natürlich am besten immer einen richtigen Termin machen, weil ich den natürlich dann auch vorbereiten kann, falls ihr also eine Beratung braucht. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt einen prickelnden, schönen März und alles Gute mit den Sternen.